Gedankendusche. Wichtigkeit der Überzeugungskraft. In der Welt des Solo-Selbstständigen steht Überzeugungskraft an vorderster Front. Jeder Investor, jeder potenzielle Geschäftspartner und jeder potenzielle Mitarbeiter muss von den Ideen und Visionen überzeugt werden. Doch die Herausforderung besteht nicht nur darin, authentisch zu sein. Es bedarf auch einer bewussten Wirkung, einer Selbstsicherheit und eines Enthusiasmus, der die Flammen der Begeisterung entfacht. Stimme und Körpersprache spielen eine entscheidende Rolle, um diese Überzeugungskraft zu stärken. Eine klare, selbstbewusste Stimme, gepaart mit einer kraftvollen Körpersprache, kann die Botschaft unterstreichen und den Zuhörer in den Bann ziehen. Doch auch wenn der Wind des Gegenwinds bläst und die Stürme der Zweifel aufkommen, ist es wichtig, souverän zu bleiben. Anstatt sich von Vorwürfen und Kritik entmutigen zu lassen, kann der Solo-Selbstständige diese als Chance sehen, um zu wachsen und sich weiterzuentwickeln. Ein Blick in den rhetorischen Werkzeugkasten kann dabei helfen, die individuelle Überzeugungskraft zu entdecken und zu verbessern. Denn in diesem ständigen Tanz zwischen Worten und Taten liegt die wahre Stärke des Solo-Selbstständigen, der seinen Weg mit Entschlossenheit und Überzeugungskraft geht.